So, ich stehe hier zusammen mit Daniel vom National Fighting Team. Daniel, hi. Debüt hi, heute Abend und ja. Gleich mal gewonnen. Und auch noch auf eine ganz schöne Art und Weise. Erzähl mal. Ja, was soll ich sagen? Ich bin auf jeden Fall glücklich, dass es auf dem Boden geendet hat, weil viele kennen mich als Stand-Up-Fighter. So konnte ich den Leuten heute beweisen, ey, nicht nur oben, sondern oben, unten geht's auch weiter. Also unten habe ich sehr viel gelernt. Nach meinem letzten Amateurkampf habe ich mir vorgenommen, ich mache nur noch Boden. Ich habe das Stand-Up komplett links liegen lassen, habe mich nur aufs Boden konzentriert. Toi, 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 hat geklappt, so wie wir es geplant haben. Eigentlich haben wir echt gedacht, wir bänden es oben, aber ja, wenn es unten geht, wieso auch nicht. Was, hast du sofort gemerkt, dass die Guillotine tief drin war? Weil zuerst habe ich gedacht, so von, ah, die sieht gar nicht so tief aus, aber plötzlich hattest du ihn. Ich hatte schon, wo er den Takedown gemacht hat, habe ich schon gemerkt, die Guillotine könnte sitzen. Und dann bin ich halt mit ihm zusammen runtergegangen, weil ich mir schon dachte, okay, ich bin zu 90% sicher, die sitzt. Ja, und dann habe ich einfach schnell mal zugedrückt, schön gehalten und dann war das eigentlich das Ding schon geritzt. Sehr schön. Für euch läuft es ja heute sehr gut. Dein Teamkollege hat ja ebenfalls gewonnen. Hat er eine richtige Goliath-Aufgabe, ne? Ja, auf jeden Fall. Also der Fatin Aydin, der hat super, super gekämpft. Also auch erste Runde durch Submission. Real Naked Choke. Super gekämpft, ey. Hat er sehr gut gemacht, sehr stark gemacht, sehr schön nach vorne gegangen. Der Kampf ist jetzt so frisch rum, aber sag mal, wie geht es von dir aus, für dich von hier aus weiter? Wir haben keine Pläne. Die Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin für alles offen. Ich bin dankbar für Chris Kalb, dass er den Kampf angenommen hat. Es ist echt eine Tortur, hier in Deutschland einen Kampf zu bekommen, weil viele sagen halt ab wegen meinem Background oder suchen sich die Gegner aus, um eine Bilanz irgendwie aufzubauen. Ist irgendwo legitim, aber irgendwo wird es auch nach einer Zeit unverschämt, so wenn du eine 10-0-Bilanz aufbaust und ich mir denke, hör mal, ist klar, dass du jetzt nicht deinen ersten Fight gegen einen 20-0er machen willst, klar, alles verständlich, alles legitim, cool, aber sich die Gegner auszusuchen und hoffen, nach 10-0-Bilanz in die UFC zu kommen, ist für mich so eine Sache der Unmöglichkeit. Ich bin für alles offen, vielleicht spiele ich auf Berlin, mal schauen, wo die Türen noch offen sind, ich bin für alles offen. Okay. 14.12., das wäre ja was. Wir haben ja einen Titelkampf, haben wir schon. Vielleicht empfiehlst du dich ja dann für den nächsten Titelkampf. Wieso nicht? Wie gesagt, ich bin für alles offen. Schick mir eine Anfrage, ich bin dabei. Okay, wunderbar. Ja. Dann wünsche ich dir mal alles Gute für die Zukunft. Du kannst gerne noch dein Team, deine Sponsoren und sonst jemanden grüßen. Danke, Shut Up and Train, für das Sponsoring, für die coole Hose und für die Sachen. Mein Team, NFT. Ja, was soll ich sagen, Jungs? Danke, alle, die mir beim Ringen geholfen haben. Vor allem mein Grappling-Coach, Mimon, Team Typhoon. Wo ich mit dem Grappling angefangen habe, herzlichen Dank. Habe ich jemanden vergessen? Ja, die Jungs, die ich alle vergessen habe, sorry, aber ich kann jetzt nicht jeden Einzelnen aufziehen, dann sind wir hier noch bis morgen. Vielen Dank, alle, die bei meiner Vorbereitung dabei waren, die mit mir echt geackert haben und ja, ich hoffe, der Kirill, der macht das jetzt auch noch, letzter Kampf für uns und dann passt das. Wunderbar. Dann herzlichen Glückwunsch und alles Gute danke. Für die Zukunft. Ne? Danke dir auch.